So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und auch wenn ich gerade eine Sperre habe auf dem Kanal und eigentlich nichts hochladen kann und nichts streamen kann, hindert einen das nicht daran, auch weiterhin Videos zu machen. Gestern war zum Beispiel Samstag, gestern war der Community Day mit Wablu. Den hätte ich normalerweise gestreamt, konnte ich aber nicht, habe ich den halt für mich gespielt. Wir können ja mal ganz kurz reingucken, wenn wir hier auf Schillernd gehen und Wablu, das ist jetzt ein bisschen off-topic, wir haben jetzt 94 Shiny Wablu. Stellt euch das mal vor. Also gestern wirklich 6 Stunden intensiv gesuchtet. Ich habe den auch nur einmal gespielt, ne? Nicht wie andere, die spielen den ja abends in Amerika nochmal, die spielen den Tag davor in Australien, Neuseeland, irgendwas hin und her. Ich habe den wirklich nur in der europäischen Zeitzone gezockt. Ganz normal von 11 bis 17 Uhr, 6 Stunden. Hat eine relativ hohe Shiny-Rate gehabt, muss ich sagen. Die Aufgaben waren relativ fix, die 4 Kapitel gelöst. Ich habe eins bekommen, ein Wablu mit 0 Angriff, 14 Verteidigung und 15 KP. Das müsste das Beste für PvP sein. Könnt ihr mal auschecken, ob ihr auch sowas habt. Wir haben einen 100er entwickelt. Wir wollen dann auch gleich noch was maxen. Und heute wollen wir den Mega Altaria Raid machen. Denn das ist seit gestern auch neu drin. Gestern 17 Uhr pünktlich nach dem Z-Day wurde Mega Altaria veröffentlicht. Wir sind deshalb auf der Suche nach dem Mega Altaria, beziehungsweise nicht Suche, denn wir haben schon eins gefunden. Ich habe jetzt jeden 6er Raid überwacht. Leider kam immer was anderes raus und jetzt das erste Mal, dass ich hier schön einen vor der Haustür habe. Ich müsste eigentlich gar keinen machen, die Energie ist schon zusammen. Der hat, keine Ahnung, 480 oder so Mega Energie dürfte ich glaube ich schon haben. Gab es gestern nämlich auch genügend Quests, die ihr machen konntet für die Mega Energie. Wir laufen jetzt trotzdem mal kurz zum Dino. Dann wollen wir euch mal zeigen, wen wir einladen. Es fängt schon wieder an zu regnen. Und dann möchte ich natürlich ein Mega Altaria gleich entwickeln. Ihr wisst, wieder ein männliches, ein weibliches, ein Shiny. Dass wir das alles in einem Video machen. Ich muss vieles nachholen. Deswegen packen wir alles in ein Video rein, was sonst eigentlich 2 gewesen wären. So, bei mir ist es also gerade Sonntag, ein Tag nach dem Z-Day. Wollen wir mal kurz hier rein, wollte euch das auch mal zeigen. Welches Altaria wir entwickeln? Altaria. Habe ich gar nicht so viele. Wir nehmen das höchste, 1861. Eins davon müsste jetzt sein mit Mondgewalt. Himmelsfeger. Das hier hat Mondgewalt. Das wollen wir jetzt erstmal pushen auf Level 50. Ihr seht, 810 Mega Energie. Ohne einen einzigen Altaria Raid gemacht zu haben. 448 XL Bonbon. Wir packen den jetzt hier drauf. Wir machen den erstmal zu Level 50. Das gönnen wir uns. Entwickeln den dann. Das ist ein 100er mit Mondgewalt. Ich habe keine Ahnung, ist Mondgewalt sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll für Raids, für GBL? Altaria nutzt man ja oft in der GBL, aber bringt Mondgewalt was? Der hat eigentlich schon 2 coole Attacken gehabt. Wir werden ihn jetzt hier mit Piekser Mondgewalt, keine Ahnung. Wir werden jetzt einfach einmal entwickeln für 2000 Energie, haben ein weibliches, das heißt, wir müssen uns dann noch ein männliches Shiny suchen am Ende des Videos und das auch entwickeln, dass wir im Megadex eben beide Einträge wieder voll haben, männlich und weiblich. Ihr seht, das ist auch hier der Mega Pokédex Eintrag. Der Raid ist auf 55 angesetzt übrigens. Sieht ganz lustig aus, sieht aus wie ein riesengroßer Marshmallow oder irgendein Ungetüm aus der... Alter, dreh das mal rum und drück mal hinten drauf. Richtig perverse Sache. Haben wir denn ein weibliches? Das ist... ein männliches. Das ist... Das hier, das habe ich die ganze Zeit genommen für die GBL. Das ist ein männliches. Also das könnten wir entwickeln, um den Megadex zu vervollständigen. Jetzt gehe ich hier mal auf Mega... Dann zeigt es uns das hier an. Und wenn ihr im Pokédex jetzt nachschaut, seht ihr hier, es ist eingetragen als Shiny, obwohl wir gar kein Shiny entwickelt haben. Es ist eingetragen als weiblich. Wir brauchen also nur noch das Männliche. Wir können uns das Shiny hier aber schon angucken. Wenn wir da drauf drücken, nehme ich natürlich immer so gesehen 2, gefangen 1. Ja, wenn ihr das im Raid oder irgendwo schon mal seht, dann habt ihr das natürlich gesehen. Und wir zeigen euch auch, wen wir einladen. Ich musste das heute, da ich ja auch keine Community-Posts machen kann, musste ich das in die Raid-Gruppe posten. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert.
13.55 Mega Altaria Community Raid. Ivermild und Bikan laden ein. 10 Leute sollten sich melden. Shenaya hat sich angemeldet. Kuli Uhuwe, Guzi Darid, Ardayasu. Da stand auch noch ein Fünfter. Der hat irgendwie seine Nachricht nachträglich dann wieder gelöscht. Vielleicht hat er Angst gehabt, dass er gebannt wird, wenn er da reinschreibt. Sind natürlich Ausnahmeregeln, deswegen habe ich geschrieben, 5 stehen fest. 5 noch auf dem anderen, da hat sich noch gemeldet. Shiny X-Hunter, Kevin, Zockfix, Cassis und Yoda. 10 also voll, die 10 lade ich ein. Den einen, mal gucken, ob ich mir den merke. Den lese ich dann beim Einladen direkt nochmal vor. Ich wechsle aber dann darüber in die Sonne, lege dann alles ab, lade die Leute dann ein. Also, ja. Mega Altaria Raid. Müsst ihr einen machen? Habt ihr schon einen gemacht? Haben wir noch Raids da? Oder macht ihr keinen mehr? Reicht euch die Energie so? Ist das Teil überhaupt nützlich? Schreibt mal eure Meinung rein. Wir werden es gleich entwickeln, wie gesagt. Ausbeute haben wir gezeigt. Ich hatte viele Levelaufstiege. Können wir vielleicht am Ende nochmal zeigen, wer bei den Levelaufstiegen noch dabei war. Die habe ich mir nämlich alle abgescreent. Jetzt aber gleich Mega Altaria Raid. So, wir gehen mal auf den Raid drauf. Oder auch nicht, denn ein Pavi erscheint. Wir gehen nochmal auf den Raid drauf, beziehungsweise jetzt erst recht. Ich darf nur nicht vergessen, Mega Altaria reinzunehmen. Hier rein, da rein. Jetzt kann ich euch auch nochmal die 5 vorlesen, die ich eingeladen habe, die ich einladen muss. Cassis, Shiny Hunter, Yoda, Zock, Flix und Kevin, die passen alle. Adayasu, Guzi Darid, Kuli Uhuwe, Shenaya und Wurex HD. Wurex HD war der, der seine Nachricht wieder gelöscht hat, aber trotzdem die Anfrage angenommen hat. Also gehe ich davon aus, dass der mitmacht. Beziehungsweise, vielleicht hat er seine Anfrage gar nicht gelöscht. Vielleicht war ich das aus Versehen, der die Nachricht gelöscht hat. Denn der Zockflix hatte seinen Code falsch geschrieben. Dann habe ich geschrieben, der Code ist falsch. Er hat seinen richtigen drunter. Also habe ich die Nachricht von mir und ihm gelöscht. Vielleicht habe ich aus Versehen den Wurex da auch gelöscht. Keine Ahnung. Oder er hat sich selber zurückgenommen, weil er dachte, er wird sonst gebannt, wenn er da reinschreibt. Ist ja alles möglich. Wie ihr seht, nimmt man am besten also Metagross. Also Stahl-Pokémon sind sehr effektiv, weil es auch vom Typ Fee ist. Ich möchte aber trotzdem Altaria selber mal vorne reinpacken. Und dann können wir hier immer noch mit Stahl auffüllen. Metagross. Hinterher, so sieht das gut aus, damit das auch mal eine Verwendung hat. Ich glaube aber, ich werde mich jetzt hier unten hinhängen. Die Perspektive gefällt mir nämlich nicht. Mach nämlich einmal so, packen das hier hin, schieben das alles hier rüber. Weltpremiere, ich bin auch heute nicht mit 6 Handys aus dem Haus gegangen, sondern nur mit 5. Das eine ist nämlich zu Hause und schläft. Wie der Adi, der schläft auch ab und zu. Wenn ihr auch ab und zu schlaft, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten stellen wir das jetzt hier hin. Das stellen wir, ich habe keine Ahnung, wie ich das lege. Ja, wir machen es einfach so. Auf jeden Fall, wenn wir den fangen, muss ich euch sowieso wieder mit darüber zerren. Dann müssen wir noch das Shiny entwickeln und dann sind wir eigentlich fertig. Ausbeute hatte ich ja, glaube ich, gezeigt. Ich habe gar nicht geguckt, wer jetzt alles drin war, ob es alle reingeschafft haben oder nicht. Sind auf jeden Fall alle 10 eingeladen. Wenn ihr auf die Lobby geachtet habt und wir 16 Leute waren, schreibt es mal rein. Wenn es jemand nicht reingeschafft hat, schreibt es mal rein, dass ihr es nicht reingeschafft habt. Und wenn es jemand reingeschafft hat, schreibt es mal rein, dass ihr es reingeschafft habt. Und wenn ihr heute früh aus dem Bett aufgestanden seid, schreibt es auch mal rein. Schreibt am besten alles rein, so viel wie möglich. Oder egal, schreibt einfach gar nichts rein. Ist besser. Ein Gentleman genießt und schweigt. Irgendwie hat mein eines Handy jetzt plötzlich Risse, die es vorher nicht mehr hatte. Die es noch nicht hatte. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Ja, ich sehe, ich drücke schon wieder daneben beim Hauptaccount. Ich kann mich gut an die Kommentare erinnern, wo die Leute mal schreiben, das triggert so dermaßen, wenn man sieht, wie die Ladeattacke voll ist und Ramses permanent einfach daneben drückt, weil er gar nicht hinguckt, was er macht. Er einfach nur überall dran rumwurschtelt, aber nicht auf den Button drückt. Mega Altaria ist natürlich nicht so fangbar, schrumpft natürlich wieder zurück und wird ein normales Altaria. Trotzdem kann es shiny sein aus dem Raid. Wenn ihr das besiegt habt, ihr könnt ein Gutes bekommen, aber ansonsten
glaube ich nicht, dass das Interesse an Mega Altaria so groß ist, da man ja eben am C-Day sehr viel Mega Energie hinterhergeworfen bekommen hat. Gucken nur mal hier durch, ob da irgendwo ein Shiny dabei ist. Nee. 11.18 ist hier das Beste. Das packe ich jetzt mal weg. So, 11.18. Und euch nehme ich nämlich jetzt wieder mit. Ich finde es nämlich voll räudig, da vorne zu fangen. Deswegen gehen wir jetzt hier hinter und wir fangen jetzt wieder hier hinter. An der lustigen ACAB-Scheibe, ne? ACAB! Also stellen wir euch jetzt hier hin. Müssen das aber runterklappen, sonst fällt das um, wenn das so hoch hängt. Huckel den Rucksack auf. Haben schon wieder 80 Energie bekommen. So, Frisur sitzt. Das ist perfekt. 113, dann ist ja gar nicht so schlecht, aber irgendwie doch schlecht. So. Suchen den jetzt mal hier zu fangen, dann werden wir noch das Shiny Mega entwickeln, weil das dann das männliche ist. Und dann bin ich theoretisch fertig. Ist irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man weiß, man nimmt die Folge irgendwann auf, um sie dann irgendwann anders hochzuladen, aber das alles nicht up to date ist und das alles hinterhergeschoben kommt. Aber so werde ich jetzt einiges machen. Ich werde, denke ich mal, auch die Raid Mania trotzdem aufnehmen, auch wenn man sie nicht streamen kann und nachträglich hochladen. Der hat schlechte Werte, was auch sonst. Und jetzt suchen wir uns noch, der war das, glaube ich, ein männliches. Nehmen das jetzt noch, das ich immer in der GBL genutzt habe, mit Feuerodem, Drachenpuls und Himmelsfeger. Meiner Meinung nach die sinnvollsten GBL-Attacken auch, vor allem weil die immer zwei geteilt sind. Das werden wir jetzt auch mal mega entwickeln auf 2.4, dass wir eben noch das Shiny mega entwickelt haben, aber eigentlich ist das Shiny ja egal. Ihr habt gesehen, das Shiny wird eingetragen, auch wenn ihr gar kein Shiny entwickelt. Hauptsache ihr tragt männlich, weiblich ein. 2.4.13 kann man jetzt auch nicht mehr pushen. Wir können es nochmal von hinten betrachten, wenn wir da drauf drücken. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus, wie abends in der Badewanne, ne? Wenn da plötzlich der ganze Schaum entgegenkommt oder aus anderen diversen Videos im Internet, wenn da plötzlich der ganze Schaum entgegenkommt, wenn ihr irgendwelche Schaumpartys anguckt. Das war es eigentlich jetzt von meiner Seite aus. Ich habe irgendwas vergessen? Nee, oder? Doch, Moment. Ich muss mal ganz kurz, das wollte ich noch zeigen, die Levelaufstiege vom C-Day. Das heißt, ich muss mal hier rein und wollte euch noch ganz kurz zeigen, wer am C-Day aufgestiegen ist. So. Nämlich Haare. Bernhard Tussi ist aufgestiegen zu Beste Freunde 200.000. Jonas Pf aufgestiegen, Beste Freunde Poppig, Beste Freunde Simpli Cabora, Beste Freunde Punkte Kondo 100.000. Westkurve, Beste Freunde Bafomian 100.000. Der Club der Roden 100.000. Dragon Sievert 100.000. Jonathan 100.000. Kapuze Tief. Ausschnitt Tief 100.000, Pogo Serb 100.000, Herr Heiden 100.000, Sreepwood 100.000, Susi, Ü-Eichen 200.000, Zockermeid 20, Zagulador 20, Toastwoody 20, Ramsinador 20, Thomas 20, Starkiller 20, Shinymeister 20, Saubeidel 20, Ramses Platin 2, 20, Ramon und Adi 20, oh, Pilk 20, Mike Zogger 20, Leistrainer 20, Le Mango, Lauch, alles 20, Lacinio 20, das letzte muss raus, da war was anderes drin, das darf man auf jeden Fall nicht sehen. Das waren die Aufstiege, leider waren das 30 Stück ungefähr und viele Aufstiege sind immer noch da, die ich nicht öffnen konnte, die aber schon seit 100 Jahren dran geschrieben haben. Level Up C-Day, die konnte ich aber nicht auch noch öffnen. Und ich hatte auch irgendwie keine Geschenke in dem Moment. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir zur Raid-Stunde leveln wollen, ob wir das bis zum nächsten C-Day aufheben wollen, der in einem Monat ist oder so. Schreibt es an eure Buddies dran, obwohl, wenn ihr das seht, ist es eh schon wieder zu spät. Wieso kriege ich jetzt die Punkte für Lacinio? Ne, das ist ja gar nicht. Das ist immer noch der Screenshot, den ich mit mir rumschleppe. Gut, das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Schreibt mal rein, habt ihr auch schon ein Mega Altaria entwickelt? Habt ihr Raids gemacht? Hat euch die Energie gereicht aus den Quests? Und vor allem, ist das nützlich in der GBL?
mit Mondgewalt? Oder braucht man das nur beim Mega-Pokémon? Und sind die die PvP, also die GBL-IV, komplett egal? Ich habe wie immer keine Ahnung. Ihr schreibt's rein, ihr klärt mich auf. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.